Leute, und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben den neuen SCB-Verse Report für euch. Und ja, Cecilia wird heute durch Weezen vertreten. Cecilia ist gerade im wunderschönen Lissabon und lässt euch alle ganz, ganz herzlich grüßen. Freut uns sehr. Wir halten hier die Stellung, meine Liebe, für die Zeit. Aber wir haben auch ein paar Updates auf jeden Fall mitgebracht. Auf die wollten wir euch jetzt nicht warten lassen, ne? Und von daher fangen wir an direkt mit unserem Hot Topic, und das ist natürlich 2.4 im Fokus. Weiterhin 2.4, immer noch im PTU. Ich weiß, es stört viele, aber tatsächlich ist es so, dass wir jetzt im aktuellen Patch, der wahrscheinlich jetzt P ist oder vielleicht morgen früh schon Q, ist es halt einfach so, wir haben noch Major-Blocker-Probleme, die da eindeutig raus müssen aus dem Patch, bevor der live gehen kann. Und da kann man jetzt sagen, auf jeden Fall persistenzbedingte, ja, Frame-Drops, würde ich jetzt mal sagen, sind ein Problem. Oder Client-Abstürze sind noch ein Problem. Generell die FPS-Zahl, die in die Knie geht. Ja. Hängt auch viel, haben wir gemerkt, mit der Starfarer zusammen, ne? Die immer, wenn sie spawnt, despawnt, wenn einer sich in den Pilotensitz setzt oder sowas, dann macht so, und man hat auf einmal 5 Frames per Second. Da hängt viel mit dran. Allerdings muss man sagen, von Patch zu Patch wird es jetzt immer ein bisschen besser. Es läuft jetzt schon relativ stabil, zumindest im Vergleich zum Anfang der PTU-Phase, in der wir dann eingestiegen sind. Also, es wird von Patch zu Patch besser. Sie haben jetzt letzten Freitag gesagt, sie bringen es nicht zum Wochenende raus, aber man kann eigentlich Woche für Woche jetzt darauf warten, irgendwann zum Wochenende vermutlich. Also ich hatte neulich wirklich schon eine Framerate, wo ich jetzt denke, gespürt hatte, ich war bei 40 Frames. Also es gibt jetzt immer so Wellen, wo es sehr stabil ist. Ich denke, es wird jetzt auch bald kommen. Aber wie gesagt, wir müssen geduldig sein. So ist es. Also wenn diese Blocker gefixt sind, diese Major-Blocker, dann gibt es auf jeden Fall den Live-Release. Ich glaube, sie werden uns nicht länger warten lassen, als es unbedingt nötig ist. Ja, und von da aus gehen wir von unserem Hot-Topic dann in unsere Weekly-Updates. Und da fangen wir wie immer natürlich an mit Around the Verse. Ja, da gab es das Erste, was neu war, war zur Caterpillar, ne? Genau, die ist nämlich total im Fokus und da werden die Arbeiten gerade finalisiert. Frachtraum wird, oder das Frachtmodul wird das erste Standardmodul sein, was das Schiff einnimmt. Das ist jetzt noch, ja, das erste Modul davon. Da kommt natürlich eine ganze Masse von, aber das ist fertig. Und sie arbeiten jetzt gerade am Kommandomodul und machen die Korridore noch hübsch. Ja, ist auch so eine schöne Sache. Außerdem geht es dann weiter mit neuer Kleidung. Und zwar arbeiten sie jetzt schon parallel daran, für die weiteren Patches eben neue Kleidung zu designen, auch in anderen Look zu designen und dann eben sozusagen wirklich auch die Stores zu erweitern, vielleicht dann eben auch irgendwann mal andere Stores mit dazuzunehmen. Aber zumindest sind die Kleidungs- und diese Assets gerade ganz, ganz wichtig. Weiter ging es dann mit einem Herald Whitebox Review. Das heißt, da soll die Drake Herald, die jetzt ja in der Whitebox-Phase ist, nochmal angeguckt werden. In einem Review und sozusagen geschaut werden, stimmt jetzt alles soweit, passt das alles soweit zusammen. Ja, und Schluss und letztendlich hatten wir noch Motion Capture, glaube ich, für Squadron 42. Ne? Da gehen die Dreharbeiten weiter, auch da ist ein Fokus drauf. Ja, definitiv. Also ich denke, da werden sie noch was hinzufügen müssen. Aber ich glaube auch gehört zu haben, dass es vor allem auch schon in die nächsten Teile reingeht. Ne? Das Motion Capture. Hint, hint. Ja, genau. Ja, und dann hatten wir einen Artikel da drin oder beziehungsweise ein Segment der Sendung Around the Verse war, da ging es um das Quality Assurance Experience, also die Quality Assurance Erfahrung. Da war im Interview Justin Binford, der Name sagt einem noch was, glaube ich. Ich denke da irgendwie an Tool Times, aber vielleicht täusche ich mich jetzt. Ich denke mal, der gute Mann wird damit auch relativ wenig am Hut haben. Ja, vermutlich. Also wie ich hoffe zumindest, dass seine Projekte besser laufen als die von Tim Allen. aber nichtsdestotrotz. Ja, der erzählt so ein bisschen, ist auch schön übersetzt bei dem Artikel von SCB, erzählt so ein bisschen, wie läuft denn eigentlich so ein Test ab, was wird dafür alles gemacht und ich glaube, er hat auch irgendwas erzählt, dass sie sogar inzwischen den Studios jetzt synchronisiert haben. Also ne? 24/7 arbeiten tatsächlich mit den Zeitzonen, mit dem Licht mit wandern und die Arbeit auf die Studios aufteilen. Ja, richtig. Also er berichtet sehr über diese Testverläufe, die jetzt gerade immer wichtiger werden, gerade bei so großen Patches. Schaut mal rein, ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Ja, und was uns sehr gut gefallen hat, war dann Fast Forward, ne? Das ist wirklich geil, man hat jetzt, Entschuldigung, das ist wirklich sehr spektakulär, will ich jetzt mal sagen. man hat nämlich eine Schnelleinstiegsanimation entwickelt jetzt und man konnte sie dort auch schon im Videoausschnitt sehen. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Charakter in Aurora oder in Avenger ein- oder aussteige, geht das wesentlich schneller. Es gibt auch eine Methode, wie man quasi reinspringen kann oder sehr, sehr geschickt, sehr behende wieder aussteigt. Eins, was ich ein bisschen komisch fand, warum er bei der Avenger, bei der großen Leiter, warum er nicht einfach runterrutscht. Ja, das ist ein bisschen eigenartig, das stimmt. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Schaut aber mal rein, auch das Video ist verlinkt auf der SCB-Artikel selbst. Da könnt ihr dann nochmal direkt zu dem Part skippen. Ist sehr, sehr spannend. Ja, und von da aus gehen wir zum Interview von Around the Verse. Da gab es nämlich auch eins. Ist in einem extra Artikel, könnt ihr da einlesen. Und da ging es um Josh Herman.
den Character Art Director von Cloud Imperium Games. Ist eine neue Position, ne? Ist eine neue Position, weil sie jetzt einfach die Arbeit besser vernetzen wollen, koordinieren wollen, was die Gesamtcharakterentwicklung und Ausgestaltung und Kommunikation zwischen LA und UK angeht. Mhm. Dafür gibt es diesen neuen Posten und der Mann hat, glaube ich, einiges an Reputation mitzubringen. Allerdings, da schlug mein Marvel-Fan-Herz höher, als ich das hörte, denn der Mann war bei Marvel Studios angestellt, hat eben gerade in Bezug auf Character Development und eben den Look von den verschiedenen Marvel-Filmen, er hat also Captain America, Iron Man, Thor, Guardians of the Galaxy und hat versucht, den Look halt irgendwie so zu machen, dass das alles zueinander passt. Also für mich ein ganz, ganz großer Held, muss ich sagen, gerade weil diese Marvel Cinematic Universe einen großen Spannungsbogen hat, finde ich total geil. Und das macht er jetzt für Star Citizen. Ist auch ganz spannend, lest es euch durch. Er hat auch gesagt, dass sogar die Kostümhersteller immer die gleichen waren, damit es wirklich auch in einem Spin-Off oder was heißt das, Crossover? Ja, im Grunde genommen, ja, das sind ja immer dann Spin-Offs sozusagen von der einzelnen Avengers-Serie, ja, genau. Dass halt auch da das Kostüm wieder genauso aussieht, die gleiche Qualität besitzt wie vorher. Super, sehr, sehr cool. Lest mal da rein, der Mann hat bestimmt einiges drauf und ich glaube, er kann ein großer Gewinn für Star Citizen sein, zumindest, wenn man auch diese Arten von Filmen und entsprechender Comic-Schiene mag. Ja, weiter ging es dann mit Reverse the Verse. Da haben wir nochmal was zur Caterpillar erfahren. Die wird erstmal, wenn sie ausgeliefert wird, jetzt wenn sie fertig wird, wird sie erstmal nur als Frachtversion geliefert. Das heißt, wir haben einen gewaltigen Frachtraum. Später werden natürlich die Versionen, auch die Basisversionen herausdifferenziert. Genau, das heißt, weitere Module werden dann hinzugefügt und verfügbar gemacht, sobald sie eben fertig sind. In der ersten Variante wird man sie als Frachtversion kennenlernen. Das heißt, wenn wir das erste Mal in den Hangar gehen, werden wir wahrscheinlich durchgucken können durch das ganze Schiff. Wahrscheinlich, aber einen gewaltigen Laderaum sehen. Definitiv, muss man sagen. Ja, das wird sehr, sehr cool. Ansonsten haben wir noch eine kleine Anmerkung zur Star Map. Sehr, sehr wichtig. Die Hochglanz Star Map als Poster ist jetzt nämlich fertig und soll demnächst verschickt werden. Das heißt, wenn einer von euch das in einem Paket drin hat oder selber gekauft hat, sollte er jetzt nochmal die Lieferadresse überprüfen. Ja, schaut bitte, ob eure Lieferadresse korrekt ist, denn die kommen von sonst woher, aus den USA, aus China, wo auch immer her und von daher muss die Adresse stimmen, checkt das bitte in eurem Account, wenn ihr denn so eine Star Map bestellt habt. Außerdem kann man noch sagen, wir haben Neuigkeiten noch zur Reliant Core, Starfarer und Starfarer Gemini, die sollen nämlich mit dem Live-Patch 2.4 dann in den Verkauf gehen, aber es ist noch nicht klar, wer davon im Store verbleibt. Also es wurde auch mal früher gesagt, so ein kleiner Hinweis von mir, dass die Gemini eine Militärversion ist. Es ist durchaus vorstellbar, dass jetzt die Reliant Core als Einsteigerschiff drin bleibt im Store. Vielleicht auch die Starfarer, vielleicht auch nicht die Starfarer Gemini. Aber es, wie gesagt, das ist Spekulation. Wir wissen es nicht, was im Store dauerhaft drin bleibt. Auf jeden Fall mit dem Live-Patch kommen die drei Schiffe erstmal in Sale. Genau, da haben viele von euch auch bei uns nachgefragt drüber. Außerdem gab es einen schönen Artikel, zum nächsten Thema zu kommen, ein Interview mit Mark Hamill und das hat, glaube ich, PCWorld.com geführt. Und da wurde er zu verschiedensten Sachen zu Star Citizen, Squadron 42, aber auch ein bisschen projektübergreifend gefragt, fand ich sehr, sehr nice. Zum Beispiel ging es um seine Erfahrungen, wie ist es jetzt nach so vielen Jahren mit Chris Roberts wieder zu arbeiten, nachdem Wing Commander so lange zurückliegt und jetzt sozusagen im neuen Technikhorizont anzukommen. Ne? Und dann spricht er halt vor allem auch über das Performance- oder Motion-Capturing-Verfahren, was sehr, sehr fortgeschritten ist inzwischen bei Star Citizen. Das ist ganz spannend zu lesen und auch generell, was ist das für ein Schauspieler, was ist das für eine Arbeit, Motion-Capturing zu machen und halt jetzt nicht auf einer Bühne oder in einem Film zu spielen. Genau. Und was ist zum Beispiel der Arbeit gerade im Motion- und Performance-Capturing, der Unterschied zwischen Star Wars und der Arbeit dort und eben Squadron 42 für ein PC-Spiel? Fand ich sehr cool, hat er sehr schön beantwortet, ist eben komplett übersetzt bei SCP. Ja, und die letzte Frage, die er beantwortet ist, zockt eigentlich Mark Hamill selber? Und ist auch eine sehr, sehr schöne Antwort. Ja, lest es euch durch, wir verraten es jetzt nicht. Nein. Aber er wirkt sehr, sehr sympathisch und ich glaube, er ist auch wirklich begeistert vom Projekt. Glaube ich auch, ja. Also, schönes Interview, schaut mal rein. Findet ihr eben, wie gesagt, bei SCB. Außerdem hatten wir noch eine Folge 10 for the Developers. Da sind Dave Haddock, der Lead Writer, also der hauptsächliche Autor. Der war auf jeden Fall noch dabei und hat uns ein paar Fragen zu der Star Citizen Lore und der Hintergrundgeschichte beantwortet. Schaut mal rein, wenn euch dieses Thema speziell interessiert. Wir haben uns nur zwei Punkte rausgegriffen und zwar Zivilisten und Bürger, der Unterschied dazwischen, also zwischen wirklich Civilian und Citizen, darum heißt das Spiel ja auch so.
ist ein bisschen, ich sag mal, unter demokratischen Gesichtspunkten, ja, jetzt, ich lenke schon wieder komplett ab, aber egal, ich tue es einfach. Ich finde es ein bisschen undemokratisch zu sagen, okay, man muss als Militär gedient haben oder große Leistungen vollbracht haben, um überhaupt ein Wahlrecht zu bekommen. Ja. Naja. Naja. Aber es wurde auch entschärft, das Ganze. Sie haben auch gesagt, tatsächlich ist es so, Militärkarrieren oder solche Wege eröffnen einem diese Citizenship, ja, die Bürgerrechte. Und damit hat man dann quasi kleine Vorteile, aber es wird nicht spielentscheidend sein. Ja, also die Vorteile begrenzen sich dann darauf, dass man bei bestimmten Fraktionen eben einen Rufvorteil hat. Aber so wie ich das Citizen kenne, wenn du bei bestimmten bei Fraktionen einen Rufvorteil hast, hast du bei anderen auch einen Rufnachteil. Also auch das ist in dem Citizenship mit drin, aber es ist eben, wie gesagt, nicht spielrelevant, ist der Unterschied. Außerdem haben sie noch ein bisschen was über die Ship-Pipelines erzählt, das heißt, wie die jeweiligen Style-Sheets der Hersteller jetzt zusammenkommen. Aktuell werden zum Beispiel Schiffe, die von Misk oder von Aegis rausgebracht werden, auch Konzepte, die da entwickelt werden, sie können sehr schnell umgesetzt werden, weil die Style-Sheets fertig sind. Ja, und jetzt aktuell arbeiten sie eben an Drake Interplanetary und dass dieser Style-Sheet fertig wird. Das kommt dann in der nächsten, das ist der nächste Style-Sheet, damit sie auch dort schneller vorankommen, wenn sie solche Schiffe ausbauen. Genau, bisschen länger dauert es noch bei den Aliens, gerade bei den Banu und bei den Tevarin. Da müssen die Alien-Rassen an sich mit ihrem gesamten eigenen Style noch ausentwickelt werden. Und erst wenn das passiert ist und wenn die fertig sind, dann wird eben an spezielle Schiffe, wie zum Beispiel die Prowler von den Tevarin oder die Merchantman von den Banu rangegangen, damit es eben zu dem Style-Sheet der jeweiligen Alien-Rasse passt. So ist es. Und bevor wir jetzt zu den Videos kommen, haben wir noch einen Punkt, den haben wir eben übersprungen bei Reverse the Verse und den hört ihr aber so gerne, darum machen wir es auf jeden Fall. Und das sind die Schiffs-Updates. Die gehören zu Reversiverse, oder? Eigentlich ja. Okay, gut. Dann sind wir jetzt wieder verortet. Ganz wichtige Information, die Dragonfly ist im Konzept fertig oder fast fertig. Und ich denke mal, es könnte der nächste Konzeptteil werden. Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube schon, dass die jetzt bald zu uns kommen wird, zumindest als Konzept. Weiterhin wurde ein neues Schiff von Origin angekündigt. Das heißt, da werden gerade Konzepte gesammelt und entwickelt. Wir wissen noch gar nichts darüber. Wir wissen nur, dass es ein neues Schiff von Origin gibt. Wir wissen auch noch nicht, welche Größenklasse. Keine Ahnung. Ob Luxus, Fighter oder Transporter. Genau. Vielleicht ein Luxusschiff noch eins, ne? Ja, Origin ist ja bekannt für seine Luxusschiffe, sage ich jetzt mal. So eine kleine Yacht oder so ein Sportschiff. Zum Beispiel. Wäre eine Möglichkeit. Apropos neues Schiff. Weiter geht's dann mit dem Konzept der Polaris-Korvette. Der Hersteller ist RSI. Der ist auch festgelegt. Allerdings in der Frage dazu konnten sie jetzt keine neuen Infos geben, außer dass das Schiff im Konzeptstadium ist. Das heißt, es ist noch nicht mal im Konzeptstadium, sondern wird erst vorkonzeptioniert. Wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Schiff. Da freuen wir uns, glaube ich, nochmal richtig drauf. Ja. Und des Weiteren wurde noch gesagt, dass Consolidated Outland mit ihrer Mustang, mit ihren Verkaufserfolgen der Mustang nochmal nachlegen wird und es wird noch ein weiteres Schiff oder weitere Designs geben und Konzepte geben, die da folgen werden. Ja, das ist cool. Also ich mag den Hersteller auch, muss ich ehrlich sagen. Fand auch die Mustang cool. Ja, die war sehr erfolgreich und Schluss und letztendlich, was auch sehr erfolgreich sein soll, ist die Argo. Das ist eben das kleine Begleitschiff, wenn man so will, was eigentlich zur Idris gehört oder zumindest damit verkauft wurde. Und da ist jetzt die Frage, weil die fast fertig ist, ob die auch nochmal einzeln in den Sale geht. Das heißt, ob man das Argo Utility Ship noch einzeln kaufen kann. Wissen wir noch nicht. Entscheiden sie selbst noch. Ist wahrscheinlich auch ein spannendes und praktisches Schiff, weil Reparaturaufgaben, Bergen von Leuten, Rettungsmissionen, alles das ist vorstellbar, aber vielleicht müssen sie auch rauskriegen, ob man mit dem Ding überhaupt was anfangen kann, wegen Quantum Drive oder Sprungantrieb. Aber ich würde sie mir zum Beispiel sofort in meine Endeavor reinstellen, so ein Argo-Teil. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Also gerade bei so einer Hope könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da eine Cutlass Red und eine Argo ganz gut zusammenpassen könnten. Oder tatsächlich ein zweiter Hangar anbauen bei der Crucible. Ja, auch da das reinstellen. Ja, stimmt. Auch das wäre eine Möglichkeit. Also schauen wir mal, ob sie die einzeln verkaufen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das aussieht dann und wofür man sie dann wirklich einsetzen kann. Denn genaueres haben wir zur Argo jetzt auch noch nicht gesehen. Ne? Ja, und von da aus sind wir durch mit den Schiffs-Updates und gehen jetzt zu unseren Videos. Und was war da los? Die Starfarer im Let's Play. Wir haben weitergemacht in unserer Let's Play-Reihe zu Starfarer Gemini und die hat sogar einen Namen jetzt. Das ist die Goliath. Ja. Das war auch eine Umfrage, die wir gemacht hatten. Genau, das haben unsere Patreons entschieden. Die durften abstimmen und die Goliath hat gewonnen. Genau. Und es war eine sehr, sehr spannende Mission, weil wir tatsächlich das erste Mal erfolgreich, sage ich jetzt mal, FPS testen konnten und sogar getroffen haben. Wir hatten einen blinden Passagier an Bord und wir sind mal mit der Maschine so ein bisschen an die Grenzen gegangen, wenn es um das Bekämpfen von Piraten angeht. Ja, wir haben so viele Piraten gespawnt, wie wir eben konnten und haben gemerkt, wo die Grenzen von dem Schiff sind. Mehr verraten wir nicht. Mehr sagen wir an der Stelle noch nicht, außer, dass unsere
unsere Marines an Bord auch noch einen Quickdrop gemacht haben. Das war auch eine sehr, sehr spannende Aktion. Also schaut mal rein, denn das Let's Play ist echt lustig und cool geworden. Weiteres Video hatten wir noch in Form eines Voice-Overs für die Caterpillar Whitebox. Da gab es ein Video, wo uns eben durch die Caterpillar durchgeführt wurde in der aktuellen Whitebox-Phase. Da habe ich ein Voice-Over zugemacht. Schaut mal rein für alle Fans von diesem Schiff. Da erfährt man viel, insbesondere als kleiner Teaser dafür, wie man an die Displays rantreten soll in Zukunft, also auch welche, die an der Wand hängen, und eben wie der Bewegungsablauf und die Optik der Displays sein soll, sieht man da auch in dieser Caterpillar Whitebox. Ziemlich spannend. Wenn man sich falsch vorstellt, sieht man nichts wegen Spiegelung oder was? Nein, nein, das ist nicht so, aber Spiel erkennt automatisch, ob du dich an ein Display ranstellst und macht dann eben entsprechend den Kameraausschnitt so, dass du auch den Knöpfe anwählen kannst. Ob du fokussierst oder nicht. So ist es, genau. Ziemlich spannende Sache, schaut mal rein. Ziemlich cool. Und ja, ansonsten, mein persönliches Highlight an Videos diese Woche war die Q&A-Episode zur Drake Buccaneer von Weezen und Dozer. Da habe ich mich richtig weggeschmissen. Also schaut euch das auf jeden Fall an, auch wenn euch das Schiff nicht interessiert. Es gibt da so gewisse Fragen, die wir immer wieder da lesen. Gerade die Frage nach, hat die Buccaneer Schlafplätze? Hat sie einen Laderaum? Gibt es eine Andockschleuse? Und wie sieht es mit dem zweiten Sitz aus? Und wo ist eigentlich überhaupt die Varianten? Wo sind denn die Varianten? Und da hat man schon gemerkt, so, okay, wir kennen diese Fragen schon und die haben sie auch gedoppelt in diesen beiden Q&As, ja. Nein, sie hat keinen Laderaum, aber sie hat einen Tennisplatz, kann ich dazu nur sagen. Ja, ist eine schöne Folge geworden, wenn ihr Fragen beantwortet haben wollt zur zur Buccaneer. Wir machen es jetzt in Zukunft eben so, dass wir, je nachdem wie der Channel auch ausgelastet ist, dass wir eben so die beiden Q&A-Sessions, die immer auf einen Concept-Sale folgen, in eine Folge zusammenpacken. Hat sich hier jetzt auch wirklich gelohnt. Da sieht man dann nämlich auch, dass sie gerne mal schummeln und Fragen quasi doppelt reinnehmen. Ich würde sagen, das machen wir auch dann wirklich weiter so, dass wir sie trotzdem doppelt vorlesen. Ja, selbstverständlich. Also ist eine lustige Episode geworden und Dozer und Weezen haben kurzzeitig hier jeweils einen Rage-Anfall bekommen. Sehr, sehr witzig gewesen. Schaut mal rein. Aber ich glaube, sie haben nicht gefragt, ob man mit der minen kann. Nee, stimmt. Wo ist eigentlich die Mining-Variante von der Buccaneer? Komisch. Egal. Gut, dann weisen wir noch auf unseren Livestream hin. Wir haben am kommenden Donnerstag 20.15 Uhr, das ist dann, wenn ich mich recht entsinne, der 9.6. 20.15 Uhr Primetime auf dem Crash Academy Twitch-Channel wieder Let's Crash. Die werde ich hosten, die Show. Wir haben wieder mal ein kleines Gewinnspiel dabei und eben viele interessante Fakten und Facts, News und Features rund um Star Citizen. Schaut also mal rein, kommenden Donnerstag 20.15 Uhr auf unserem Twitch-Channel. Ja, und zum Schluss bleibt uns noch die letzte Kategorie und das ist Interaction. Mein Gott, ist es warm. Entschuldigung, Leute. Interaction, natürlich, da war auch die Frage gestellt, wie sehr euch die Buccaneer gefällt. Und ich glaube, die erste Antwort, die du angeboten hast, war ein X-Wing für Arme. Ja, fanden keine. Fanden die Leute nicht lustig? Ich fand es eigentlich ganz lustig. Mark Hamill hat vielleicht darauf geklickt. Genau, wahrscheinlich, ja. 5% von euch fanden, dass es ein X-Wing für Arme ist. Das war wirklich verschwindend gering. Ja, die nächste Kategorie von Leuten, die hat anscheinend nicht verstanden, wie die Frage lautet, oder hat sich gefragt, warum denn bei Star Citizen auf einmal plötzlich es um Schiffe geht. Völlig aus heiterem Himmel. Also 11% haben sich gefragt, Schiffe, hä, warum? Das ging doch bei Star Citizen noch nie um Schiffe. Das ist halt unwichtig. Völlig unwichtig. Ja, aber dann ging es weiter mit den höheren Prozentzahlen, ne? Genau, dann haben wir natürlich mein Schiff. Das ist wahrscheinlich die Antwort, wenn man es gekauft hat. Das waren 28% der Leute. Und jo, geht's so, interessiert mich eigentlich nicht so wirklich, waren 56%. Wir sehen also, die Masse der Leute ist unentschieden. Genau, unentschlossen, ob die Buccaneer dazugehören soll oder nicht. Auch wir sind das noch. Wir haben den Eindruck, sie ist etwas OP, muss man etwas ehrlich sagen. Sehr OP. Zumindest so, wie sie jetzt gerade vorgestellt wird. Das werden wir natürlich aber auf Herz und Nieren testen, sobald sie dann flight-ready ist und man sich das ausprobieren kann. Dann darfst du dich in den Jäger ohne Schleudersitz setzen und ein bisschen rumprobieren. Ich bin so schnell wie eine Gladius, so wendig wie eine Saber, hab die Panzer einer Hornet und die Waffe einer Superhornet. Wozu brauche ich einen Schleudersitz? Das ist eine gute Frage. Also von daher werden wir es testen, sobald es dann eben da ist. Und wir danken euch auf jeden Fall sehr, sehr fürs Zuschauen. Wir freuen uns wahnsinnig über eure Kommentare, über euer Feedback. Liked oder disliked die Episode. Abonniert auf jeden Fall den Channel, wenn es hier weiter um Star Citizen bei euch gehen soll und wenn ihr neue Infos dazu braucht. Nächstes Mal ist Cecilia auch wieder da. Ich werde mich am Ende der Woche nochmal mit ihr darum kümmern, den Monatsreport aufzunehmen. Der ist nämlich auch wieder da. Genau, aber ansonsten noch schönen Urlaub an dich da und wir freuen uns auf jeden Fall, das nächste Mal wieder für euch da zu sein. Wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, geht doch mal auf unser Patreon-Profil und ansonsten erstmal schönen Dank, dass du hier ausgeholfen hast an der Stelle. Immer wieder schön, das auch mal durchzuwechseln. Ja, ich schwitze gerne.
mit dir. So ist es. In diesem Sinne würde ich sagen, für diesen SCB Worst Report verabschieden sich Weezen und Dozer. Nee, Sawyer bin ich, ne? Du bist der Sawyer, ich bin der Weezen. Dozer ist der, der nicht da ist heute. Okay. Also Weezen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck. Wir glänzen. Ich habe noch nie meinen Namen selbst verwechselt. Tja, Premiere und dann gleich auf YouTube.